Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden 500 Gegnern zu Stegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. 3 Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger. Und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Und das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mach ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. Ein Erdbeben. Warum wird das bei solchen Dingern immer durchgedreht? Noch eins. Von denen kommen noch ein paar. Der Wind wird auch stärker. Dad? Los, ab ins Haus. Schaut, dass nichts kaputt ist. Dad, was passiert hier? Odin! Es ist Odin! Ins Haus, Jungs! Los! Roger Mosley, verfolge Waffentestschusssignal. Hey Baker, hier ist unser Taxi. Rein mit uns. Shuttle, hier Odin-Kontrolle. Empfangsbereit. Odin-Kontrolle, wir kehren um zur Besprechung mit der neuen Crew. Roger, wir bereiten Luftschleuse C vor. Shuttle in Undock-Endphase. Shuttle, 10 Meter. Beginne Rotation. 5 Meter, Shuttle. 2 Meter. Rotationsdelta auf 0, Shuttle. Mosley, Luftschleuse C ist bereit. Andock. Mittelstellung aktiv. Beginne Einzug.
starte. Druckausgleich. Ach, ich freue mich wirklich auf zu Hause. Wie lange ist das her? 3 Monate? Shuttle, ihr habt angedockt. Und ihr seid eingeparkt. Gut gesteuert. Becker, hilf mir beim Entladen. Ladung 1 lädt. Ziel Los Angeles. Erfasst. San Diego. Erfasst. Phoenix. Erfasst. Ziel Houston. Erfasst. Ziel Miami. Erfasst. Odin-Zielerfassung ist aktiv. Geschätzte Verluste. Odin feuert! Mehr als 27. Sie laden weitere Ziele für Ladung 2, 3 und 4 hoch. Odin-Kontrolle, wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Mosley. Verstanden. Baker, wir müssen uns sputen. Alle in einen sicheren Bereich. Das Lager ist verstärkt. Station mir nach. Detoniert in 3, 2, 1. Baker, wir müssen uns sputen. Scheiße. Verstanden, Mosley. Odin visiert Ladungen 3 und 4 nicht mehr an. Aber Ladung 2 wird noch sequenziert. Ziele erfasst. San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC. Wir sind noch nicht fertig, Baker. Wir müssen zu Odin und zerstören. Aber nach Hause schaffen wir es nicht, Baker. Atlas, wie viele Grad sind zur Destabilisierung nötig? 23 Grad, Back- oder Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. 23 Grad. Wir versenken dieses Ding im Ozean. Sheep!
und den Truck. Wir müssen ihn suchen. Darüber! Schnell! Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach. Eine leichte Beute. Wir kämpften. Doch gut, sodass wir ein blutiges Patt erreichten. Und hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. Viking 6, seid ihr da? Hesh! Logan! Ah, verstanden. Ja, wir sind hier. Was gibt's? Berichte liegen vor. Dallas wurde letzte Nacht eingenommen. Die Mauer soll sofort überprüft werden. Oh Mist. Gibt's Überlebende? Negativ. Ich wollte dich nicht wecken. Ich dachte, du kannst den Schlaf brauchen. Ruhig, Junge. Hör zu. Hey, Riley hat was entdeckt. Schnapp dir deine Sachen los. Team 2, seid ihr in unserer Nähe? Negativ, wir sind draußen. Habt ihr Jungs was? Riley hat. Wir sehen nach. Roger, wir sichern den Ausgang. 2-1, Ende. Verdammt.
rechte Tür. Riley hatte wohl Hunger. Friss hier draußen lieber nichts, Junge. Besorgen wir dir was Vernünftiges. 6-1, Lagebericht. Neun Papiere. Alles okay. Verstanden. Sind unterwegs zu Sammelpunkt Silver. Wir kommen zu euch. Treffpunkt an der Mauer. Wir sind unterwegs. Roger. Da ist sie. Sieht übel aus, aber sie steht noch. Yo. Sergeant. Ist der Bereich sicher? So gut wie. Müssen noch diese Seite der Mauer absuchen. Wir nehmen die linke Seite. Sollte schnell gehen. Treffpunkt bei der Tankstelle. Alles klar. Zivilisten, wir müssen dahin! Riley, los! Kontakt auf 12 Uhr! Verstehe! Zieler Pass! Brauch Deckung! Roger! Ziel auf 12 Uhr! Roger, Zielerfassung! Kontakt auf 12 Uhr! Roger, ich sehe ihn! Thank you.
Thema, Charlie. Rauchgranate. Sind unterwegs. Verstanden. Grüner Rauch markiert unsere Position. Direkt da drüben! Roger, ich sehe ihn!
ans Steuer. Roger, übernehme den Transport. Logan, du überwachst von hinten. Geh mal weiter. Komm schon, wir müssen weiter. Los, Logan. Ich habe von dem Angriff gehört. Seid ihr okay? Sicher doch. Begleitet mich. Dad, Sie haben Zivilisten hingerichtet. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben Sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Dad. Hört zu, Jungs. Außer euch habe ich nichts mehr auf dieser Welt. Dad, hört zu. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad? Was immer es ist. Logan und ich, wir sind bereit. Ihr zwei geht ins Niemandsland. Moment. Echt jetzt? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Jungs hinter die Mauer. Ihr tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen. Sammelt Infos über den Feind und bringt euren Arsch zurück. Wo genau im Niemandsland geht's denn hin? An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Ihr geht nach Hause. Der Zerstörung der Aeonsand erschaffen als offen, als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Strände und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Dad sagte, dass nur wenige in Niemandsland operieren. Zu gefährlich, zu unvorhersehbar. Wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Sieht gut aus. Scannerbereich. Kontakt. Feindliche Patrouille nähert sich von Westen. Nicht angreifen. Sie sollen näher kommen. Bereit machen. Jetzt. Schalt sie aus! Dritte Gruppe auf dritte Gruppe auf 20 Meilen. Augen auf. Es könnte mehr geben. Bereithalten. Oh, ich weiß.
was davon übrig ist. Na los, weiter. Stalker 6, hier ist Viking. Nähern uns Zielposition. Verstanden? Verstanden. Viking, Achtung! Aktuelle Berichte weisen auf hohe Feindaktivität in diesem Gebiet hin. Wir haben es eilig. Holt euch die Daten und verschwindet sofort wieder. Verstanden. Sicher. Hey. Sieh dir das an. Hätte nicht gedacht, das Teil nochmal zu sehen. Das heißt wohl, wir sollen weiter. Nicht wie du dich daran erinnerst, ne? Scharfschütze auf dem Balkon. Der gehört mir. Okay, zuerst die Wache ausschalten. Von den Decks ausschalten!